wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Bei der DB Energie macht man sich natürlich eine Menge Gedanken um alternative Energien. Und Herr Brümmer, Sie wollen Wasserstoff auf die Schiene bringen? Wie soll das denn gehen? Ja, das geht sehr gut sogar. Erstmal vorausgeschickt, es gibt schon die ersten Brennstoffzellen-Triebfahrzeuge am Markt. Also, ach so? Insofern gibt es da schon also von der Fahrzeugseite eine richtig seelenreife Technologie. Und jetzt geht es einfach nur darum, die Energie in den Zug reinzubringen. Das heißt, Sie bauen ein Wasserstoff-Tankstellennetz? Erstmal fangen wir mal mit einer Tankstelle an. Es gibt nämlich noch kein ausgeprägtes Netz. Ja. Das ist natürlich auch für uns eine neue Technologie. Ja. Und Wasserstoff ist vom Handling relativ komplex. Also Sie müssen es entweder gasförmig lagern und dann unter hohem Druck oder flüssig und dann unter sehr niedriger Temperatur. Aber ansonsten kann man sagen, es ist das Prinzip ähnlich wie bei den Dieseltankstellen. Sie haben eine ganz normale Tankstelle. Der Zug fährt ganz normal an die Tankstelle vor. Es gibt einen Betankungsvorgang. Der entscheidende Unterschied ist, der Zug pustet keinen Dreck in die Luft, sondern Wasser. Rein, emissionsfrei, nur Wasser. Ist denn das auch sicher? Ist absolut sicher. Weil Wasserstoff ist ja hochexplosiv. Ja, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr flüchtig. Das heißt, also Wasserstoff entweicht sofort in die Atmosphäre. Und es ist nicht gefährlicher als ganz normaler Umgang mit Diesel auch. Das heißt, Sie meinen, ich muss mich nicht sorgen, wenn ich mich in einen Wasserstoff setze? Absolut nicht. Absolut nicht. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie schnell ein großes Tankstellennetz aufbauen. Ja, das wünsche ich mir auch. Vielen Dank.